Mal wieder der Tempel der Reinigung. Oh shit! Ich fühle die Runde jetzt schon, Demogorgon. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein! Endlich mal den Demogorgon als Killer! Der auch wirklich mal sich bewegt. Den letzten, wo ich hatte, war AFK. Das war ja so schade, weil der Demogorgon ist so cool. Der kann, glaube ich, auch so Portale im Boden erschaffen und kann er so da rauskommen. Das finde ich richtig cool. Ich befreie ihn mal jetzt noch nicht, weil das bringt mir dann. Okay. Ach du Scheiße. Genau, uff. Ist der? Ah, da. Das ist awkward. Jo, was ist mit dem los? Alter, ist der fucking fast. Ja, geh weg. Geht das mal anders. Oder hat einen Haken. Servus. Schon wieder der. Bleib halt stehen. Oh, da hinten. Oh, das ist so creepy, ey. Der ist echt gruselig, der Demogorgon. Ach du Scheiße. Ah, die müssen hier weg, ey. Oh Mann. Wir müssen hier weg, wir können an Nähe. Ich bin so tot. Woher kommt der denn die ganze Zeit? Oh Mann, der kommt halt hinten wieder zu. Warte ich immer. Schnell. Okay, ich bin noch nicht im zweiten. Also, dass ich jetzt quasi beim nächsten Mal tot bin, direkt. Das machst du. Ich werde einfach da random stehen. Perfekt. Ah!
paar Leben. Und das ist wieder eine Falle, dass der da jetzt einfach rumchillt. Oh, nee, er ist da hinten. Also den Racer müssen wir gleich retten. Er stirbt. Ja, okay, sie retten ihn schon. Nein, den Generator ist fertig. Och, das gibt's doch nicht. Ich hab's doch perfekt getimed. Es muss natürlich genau in dem Moment laggen. Was ist denn eigentlich hier auf Konsole los? Warum laggt das so viel? Und vor allem dann in dem Moment. Ja, super. Das war jetzt nicht die schlauste Idee von euch, Jungs. Redet. Ja. Echt jetzt? Oh nein, als ob die Hoffnung jetzt bei mir liegt. Ich bin der Glückliche, der die alle retten muss, oder was? Ich will aber das nicht. Ich will nicht derjenige sein, der dafür verantwortlich ist. Okay, der trägt ein. Was ich da jetzt mache? Verdammt, es funktioniert nicht so richtig, wie ich es wollte. Nein, es funktioniert absolut gar nicht so, wie ich es wollte. Wow. Okay, einigermaßen. Aber der Haken war dann doch ein bisschen näher dann da. Okay, yes. Komm, los, rein weg. Zum Glück hat es sich schon voll, hast voll geheilt. Müssen wir uns halt irgendwie hochheilen. Der eine ist tot und der eine ist tot. Echt jetzt? Oh Mann. Ja, der ist jetzt auch tot. Das ist die Hoffnung auf uns beide, ne? Außer da hängt ja nämlich ein Haken. Und ich riskiere es jetzt auch nicht, dahin zu rennen. Ich glaube, bis wir da hinten sind, ist der schon verblutet. Also sorry, aber ich glaube, der Demogorgon ist ja sowieso. Was? Was? Was war das? Irgendwo rausgekommen. Er hat uns nicht gesehen, wie viel Glück, Alter. Okay, ich laufe ganz langsam. Jetzt hört er ja. Alter, Glück. Einfach nur Glück, ey. Drei Generatoren sind es noch, okay. Und der Razor ist verblutet, ja. Der Demogorgon hat nämlich auch so einen Finish-Move quasi. Also ich werde auf jeden Fall spectaten, vielleicht wird man den ja sehen. Das sieht auch ganz cool aus. Quasi, die haben allgemein ihre Finish-Moves. Also quasi einen am Boden töten können. Manche haben sogar verschiedene. Alter, was war das? Was? Versiegeln. Das habe ich ja leider die eine verloren, aber ich glaube, es hat sich dann schon gelohnt. Oh nein, hat es nicht. In der Demo Bros wieder hier. Ah, Mann, hör auf. Da, fuck. Hä?
Das hat mich nicht gesehen. Scheiße! Ich kam gerade in Küche, wenn in dem Moment so ist, gerade ab. Entschuldigung, Leute. Oh. Hier gibt's nichts zum Umwerfen. Fuck you, Demogorgon. Oh ne. LOL! Rechtzeitig machen. Doof gelaufen. Oh Gott, dieser ganz da hinten. Oh nein. Aua. Fuck. Was? Ich hab gar nichts gedrückt. Ja, das war's. Doof, doof, aber immerhin hatten wir Demogorgon als Killer. Das ist doch wenigstens etwas. Alle sind gestorben. Demogorgon hat uns alle getötet. Und der Killer ist rausgegangen. Das geschieht nicht. Gerissenes Fleisch. Du hast eine wirksame. Du wirst 3 zusätzliche Fluchtversuche vom Haken, die Chance vom Haken zu bekommen. Okay, perfekt, danke.
Ah ja. Schon wieder. Okay. Ich meine, ich habe nichts dagegen, aber wenn ich die jetzt öfters auch bekomme, dann wird es auch irgendwann langweilig. Muss ich ehrlich sagen. Aber okay, das finde ich okay. Ich mag ja die Polizeistation sehr. Und ich mag auch die Midwich. Also das sind so meine zwei Lieblingsmaps, würde ich sogar sagen, weil die aus meinen zwei Lieblingshorror-Franchises kommen. Ja, Amnesia ist natürlich auch noch dabei, aber wie schon gesagt, da kommt wahrscheinlich eh nichts. Obwohl, man könnte es theoretisch machen. Man könnte auch wieder nur einen Killer machen. Muss ja jetzt nicht unbedingt wie bei Pinhead oder Leatherface. Ist ja auch nur ein Killer, kein Survivor. Boah, ich dachte gerade schon, ey. Ja, man könnte Daniel nehmen, weil man halt jetzt schließlich weiß, wie er aussieht, aber weiß nicht. Ich meine. Ich halte es jetzt auch nicht für möglich, dass der da kommt. Es gibt da ein Video, so Fanmade, so ein Konzept, und ich finde, das sieht richtig gut aus. Natürlich der Grunt, also der mit dem offenen Maul, sehr gut gemacht, David. Also ich glaube, der heißt David, der Charakter. Oh. Das ist der Killer. Den habe ich jetzt auch heute zum ersten Mal, ne? Nee, habe ich nicht, stimmt gar nicht. Oh, da kann ich mich gar nicht verstecken. Oh. Ich brauche unbedingt auch diesen Perk, wo man aus dem Schrank so rausspringen kann. Oh, er kommt. Herz schlägt unnormal gerade. Fühle mich immer so unwohl, den zu schränken, ey. Außer man hat halt diesen Perk, kann man halt echt nichts machen, wenn er dich erwischt. Ja, theoretisch, du kannst noch davor rausgehen, vielleicht, öffnet er ja auch für sie noch den Schrank. Ach, es war gerade der Generator. Okay. Ja, und da ist sogar die Statue auch. Für die muss ich auch fragen, warum das muss, warum die Polizeistation so seltsam aussehen muss, und dann auch sagen, es war mal. Oder. Oder? Was ist denn der? Oh ne, das ist ein Survivor. Auch ein Survivor. Ich dachte gerade, dieses rote Licht wäre jetzt der Killer, ey. Oh! Sorry. Oh my fucking shit.
Ja, ich träg sowieso jemand anderen. Also ein kleines bisschen Zeit. Hi. Die Palette zerstört, also habe ich jetzt hier ein bisschen kleinen Vorsprung. Ich will halt wieder zurück und ihn jetzt schnell reparieren noch. Mache ich jetzt mal. Okay, der ist weit genug weg. Ah, hi. Warte, die heile ich gleich noch. In der Haupthalle ist direkt einer. Okay, der wird schon gerettet, der eine. Bye bye. Ich dachte, er wäre nicht hinter mir her. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh no. Oh no. Mich jetzt gerade total verdächtig hier gemacht hier. Ich renne hier die ganze Zeit wie so eine Irre rum. Ich hab verloren. Ja. Bye. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich sagte weg hier! Kommt zurück, oder? Nee. Also vielleicht schon, aber er hat noch rum. Ich dachte, jetzt kommt er hier und tötet uns noch schnell. Sie nicht im Stich lassen. Oh nein! Aber der ist tot, da können wir nichts machen. Okay, die retten wir einer, ja.
Oh Mann. Was? Wow! Ja, ich stecke hier fest. Ich weiß auch gar nicht, wo der andere Exit ist. Ach da. Ja, ich bin halt trotzdem tot. Nein, die sollten gehen. Renn. Oh nein! Gerade noch so im letzten Moment. Schon krieg ich schneller. Schnell. Oh ja, weil es so lange dauert, echt. Ja, toll. Wie lange musst du hier denn laufen? Oh! Oh! Im letzten Moment bin ich da rausgekrochen. Boah, ey, das kannst du nicht glauben. Der ist bestimmt so abgefuckt jetzt. Aber Alter, wie weit man kriechen musste. Ach du Scheiße. War das eine geile Runde. Haben, glaube ich, oder haben drei überlebt? Nee, zwei. Und zwei sind gestorben. Ja, es ist eine Mittelrunde, muss ich sagen. Solange hat jemand überlebt. Solange überhaupt jemand überlebt hat, ist für mich schon eine Mittelrunde. Ja. August 1996. Wenn wir hier das gerissene Fleisch wollte ich machen, dann ist das okay. Diese Chance auch. Also diese Chance, diese höhere Chance, quasi vom Haken zu kommen. Aber ich würde sagen, ich beende hier die Folge von Dead by Daylight und das sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao.